Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed 2 und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so ihr euch dazu entscheiden solltet. Ihr seht vielleicht, die Schatten sind ein bisschen schärfer geworden mittlerweile, glaube ich. Das habe ich hinbekommen, das mit den LOD-Mod habe ich jetzt leider nicht hinbekommen. Das funktioniert irgendwie nicht. Aber die Schatten sind, glaube ich, jetzt schon deutlich schärfer, vor allem die nahen Schatten. Die weit entfernten Schatten, ja, geht so, ne. Aber man sieht da hinten schon an den, man sieht da hinten jetzt über Ezios Kopf. Ja, Schatten, mal gucken, wie der sich jetzt verändert, wenn wir da hingehen. Ja, ist auch besser, oder? Also ein bisschen Einblendung ist noch drin, aber ich finde, das sah jetzt gerade besser aus. Also das hat funktioniert. Hätten wir natürlich von Anfang an so haben können. Wenn Potato Pet nicht immer so vorsichtig ist. Potato Pet ist so vorsichtig. Warum macht Potato Pet nicht einfach? Naja, weil ich auch in gewisser Weise, ich gab dir auch so viele Reshades und sowas und es gibt auch so Reshade mit Global Illumination im Spiel und sowas, damit man dann Raytracing-Effekt und sowas im Spiel hat. Aber ich muss dabei sagen, dass ich dann ein bisschen das Gefühl habe, dass das Spiel dann nicht mehr das ist, was es früher war und dass ich euch nicht das Spiel zeige, wie es wirklich ist, ne? Sondern ich zeige euch dann eine Version, die ich halt optimiert habe, damit sie besonders hübsch aussieht. Das ist ein bisschen unehrlich, ne? Weil ich will euch das Spiel ja auch so zeigen, wie es wirklich ist. Und deswegen verzichte ich oft auf so Grafikmods, vor allem, weil sie auch einfach ein bisschen was verändern, auch optisch halt verändern, logischerweise. Sonst wären es ja keine Grafikmods und das ein bisschen dann weg von der eigentlichen Vision der Entwickler ist. Weil das, was wir hier sehen, ist ja die Vision der Entwickler. Das haben sie ja so umgesetzt. Das ist genau das, was die Entwickler wollten, so. So wollten sie das Spiel. Gut, mit dem LODs, das wäre schön, wenn ich das fixen könnte, aber das sind halt technische Unzulänglichkeiten. Aber von den Farben und allem drum und dran, das ist ja genau das, was der Entwickler wollte. Die Farben genauso haben zu wollen. Und wenn das nicht ein Mod ist, der wirklich sehr dezent nur sehr, sehr wenig irgendwie Effekte hinzufügt, die sich wirklich perfekt in die Vision des Entwicklers irgendwie einbetten, dann bin ich da immer versucht zu sagen, nee, machen wir nicht. So eine Mod brauche ich nicht, machen wir nicht. Bei Witcher 3 zum Beispiel gibt es einige echt gute Grafikmods, die meiner Meinung nach absolut in die Vision des Entwicklers quasi reinspielen. Das Spiel aber optisch nochmal extrem aufwerten. Ah, es kommt aber auf den Mod an, ne? Bei Assassin's Creed 2 fand ich jetzt nicht, dass ich da einen Mod gesehen habe, wo ich sagen würde, ja, also das ist ein Mod, der sieht genauso aus wie das hier, nur halt ein bisschen vielleicht schärfere Schatten und weiß ich nicht, ne, bessere Draw Distance und was weiß ich nicht alles. Draw Distance, wie gesagt, gab es einen Mod, wurde aber immer geschrieben, irgendwie entweder soll es ein Virus sein oder es soll nicht funktionieren oder das Spiel soll crashen und all so schöne Dinge wurden da geschrieben. Und deswegen habe ich dann gesagt, nee, komm, so schwer wie das Spiel hier schon zu starten war, da versuche ich vielleicht das lieber doch nicht zu machen. Ist vielleicht sinnvoller, das zu lassen. Jetzt habe ich es versucht und es funktioniert auch gar nicht. Aber Schatten habe ich eine Cheat-Engine-Tabelle für gefunden, für Schatten, für die Schattenauflösung. Und die habe ich jetzt drauf gemacht und konnte die Schattenauflösung ums Vierfache erhöhen. Und mal schauen, ob man das jetzt im Spiel merkt. Ich glaube, die meisten Leute werden es gar nicht merken, weil es ist immer noch die Schatteneinblendung. Und das Ding ist einfach, die Schatten, die sind natürlich ein bisschen schärfer jetzt insgesamt, aber dieser Kreis, den man vor sich herzieht, wo die Schatten dann schärfer und schärfer werden, was man ja immer sieht, wenn man an Gebäuden nah rankommt und sowas. Diese ekligen Einblendungen und LOD-Effekte und alles und auch die Schatten-LOD-Effekte, die sind ja immer noch da, weil die Distanz, wann der Schatten sich ändert und so, die Kaskaden des Schattens, die wurden ja nicht verändert. Die Schattendistanz wurde ja nicht verändert und damit eben sind die Kaskaden immer noch genauso. Genauso gewählt, wie sie es im Originalspiel waren. Die Auflösung der einzelnen Kaskaden ist halt nur größer. Jetzt fragen die Leute sich, was ist eine Kaskade? Ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Das sind halt, die bauen ein bisschen aufeinander auf. Das sind halt, je nachdem, wie weit du weg bist, kleine aufgelöste Schattentexturen. Oder anders, nicht kleine aufgelöst, ist das vielleicht das falsche Wort, weil die Auflösung ist, bleibt oft die gleiche. Aber umso mehr Schatten du in eine Textur reinpackst, logischerweise, desto weniger Details kannst du drin haben, weil du ja mehr Objekte berechnest den Schatten für. Und das heißt, das sind einfach mehr Informationen in einer Textur, deswegen werden die natürlich dann immer kleiner aufgelöst, immer grober, die Schatten in der Distanz. Aber dieser Radius, der um den Spieler herum ist, wo diese Kaskaden eben greifen,
Der verändert sich ja nicht, wenn ich die Texturgröße verändere. Nur, dass die Kaskaden, die halt weniger genau aufgelöst sind, halt eben auch eine etwas höhere Texturgröße haben. Und das ändert sich halt. Aber ich habe mich jetzt nicht getraut, auf 8000 zu gehen. Ich bin jetzt auf 4096 gegangen. Ich habe mich jetzt nicht getraut, auf 8192 zu gehen. Könnte man machen, könnte man versuchen. Ich habe eine RTX 4090. Ich habe. Wie viel RAM hat die? 24 GB. Eigentlich sollte sie das hinbekommen. Ohne Probleme. Aber eigentlich ist halt immer das Problem, weil wenn etwas nur eigentlich ist, dann ist es oft so, dass es dann am Ende doch nicht funktioniert. Das weiß ich als Programmierer. Eigentlich sollte das funktionieren und dann funktioniert gar nichts und bricht alles zusammen. Deswegen lasse ich das einfach und wir sammeln noch ein paar Kisten, machen noch ein paar Nebenquests und dann geht's mit der Hauptgeschichte wieder weiter. Ich weiß ja genau, worauf ihr euch freut. Ja, ich weiß, danke. Ich bin wie ein Hund, dem muss man immer wieder sagen, dass ich es gut gemacht habe. Guter Junge, Ezio, guter Junge. Ah. Ach ja, meine lieben Freunde. Kurzer Prozess. So, ich glaube, dann haben wir erstmal alles Wichtige, was wir in diesem Gebiet hier überhaupt machen können. Weil die anderen Gebiete können wir ja nicht, ne? Hier vorne ist ja wieder Wand, oder? Wir haben ja auch keine Aussichtspunkte da drüben. Ja, hier ist Wand. Eine Wand erstreckt sich. Ist nicht in Ezios Erinnerung bisher. Zum aktuellen Zeitpunkt. Ezio hat sich nur in einem Viertel aufgehalten. Was gar nicht so unrealistisch ist. Wir haben ja hier Geschichte zu erleben. Ne? Also hängen wir natürlich logischerweise hier ab. Also nur Potato ist mal wieder so doof und läuft erstmal alles ab. Und sammelt erstmal alle Kisten ein, obwohl er schon längst genug Geld hat und fast alle Waffen besitzt und alles und eigentlich fast nichts mehr ausgeben kann. Also was ich noch ausgeben kann, aber das kann ich glaube ich jetzt noch nicht. Aber es gibt glaube ich noch größere Beutel für... Das Gift-Technik weiß ich nicht, ob es noch einen größeren Beutel gibt. Hm. Ich glaube, dann haben wir wirklich alles geupgradet. Sicher bin ich mir gerade nicht 100%, aber ich glaube, wir haben eigentlich alles auf Max, außer die Waffen. Wir haben noch, uns fehlen noch Waffen. Es kann aber sein, dass man die Waffen nur bekommt, wenn wir die Leute entwaffnen. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Waffen dann für uns auch zählen. Weil ich erinnere mich irgendwie, dass man dieses Entwaffnen, dass da irgendwie was war mit den Entwaffnen, was nervig war. Also ich finde es sowieso nicht, also ich finde es nicht nervig, dass man, also Entwaffnen geht eigentlich relativ einfach in dem Spiel. So sollte das jetzt nicht klingen, dass das jetzt irgendwie... Ja. Aber habe ich nicht vorhin noch irgendwann ein Rennen gesehen hier? Das Rennen ist nicht mehr da. Kann sein, dass es, kann glaube ich sein, dass es gewisse Sachen gibt, die man nur zu bestimmten Tageszeiten machen kann. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Machen wir erstmal das Templer-Grab. Templer-Versteck, nicht Grab. Das Templer-Versteck natürlich. So. Ach, Venedig. Ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass meine Distanz das immer... Ich weiß, wenn ich jetzt darauf das hinweise, dass es so ist, dann werdet ihr dann noch mehr drauf achten. Aber man sieht halt in der Distanz immer, wie die Gebäude sich aufbauen und so. Und wie die erst matschig sind und sich dann langsam aufbauen und so, Stück für Stück. Das ist halt echt nicht so schön. Das macht das Erlebnis leider ein bisschen kaputt. Also grafisch zumindest halt, ne? Könnte besser sein. Und es ist ein bisschen schade, dass sie das nicht damals schon schlecht geportet haben auf dem PC. Das ist nämlich eben der Punkt. Der Port ist einfach nicht so toll. Auf der Konsole war es, aber ich weiß nicht, ob das so schlimm war. In der Ezio Collection haben sie es wohl gefixt, aber die kam nicht für den PC. Und das ist das Problem. Über Balken unter Steine. Santa Maria Gloriosa de Frari erkunden und den darin versteckten Templerschatz finden. Ne, Sachanspiel. Umhang ist in diesem Gebiet nicht. Okay, der funktioniert hier nicht. Sachan, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Templer haben Respekt vor Medici. Hier in Venedig.
Mal kein Kampf, sondern nur Parcours. Heftiges Parcours, aber nur Parcours. Wie es aussieht. Und habe auch vergessen, wo der Anfang war. Ich meine, der Anfang ist da vorne. Oder hier. Nee. Okay. Ich hätte mal ein bisschen darauf achten sollen, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass hier der Anfang ist. Weil ja dieser Kanzeln oder so. Ist das ein Kanzel? Keine Ahnung. Nee. Nee, das ist einfach nur so ein Podest. Okay, ich glaube, da war der Anfang gewesen. Ja, okay, wir sind ein bisschen anders gelaufen, aber wir haben es gefunden. Das ist alles, was zählt, meine Freunde. Das ist alles, was zählt. Wir haben es gefunden. Hier hoch geht's nicht. Ach so. Okay, ich sehe es. Die Richtung wollen wir definitiv nicht. Die Richtung wollen wir auch nicht. Also wollen wir hier hin. Da ist die erste Leiter. Kann man die nicht runterwerfen? Okay. Na gut. Hätte sein können. Dann geht's weiter. Okay. Warte. Dann kannst du wieder da rangehen? Nein, kann er nicht mehr. Boah, ganz schön weit oben, wa? Puh. Rene, jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Ja, immerhin. Wo geht's jetzt weiter, ist die Frage. Sie einfach wirklich verschiedene Wege, weil das Ding ist, man kann auch hier vorne zu dem Ding hin, oder nicht? Das. Ich bin mir unsicher. Ja, da kann man doch drauf. Kann ich das Ding schon nutzen da? Nein. Jetzt eh wieder hoch. Also von da ist es nicht schlimm. Ein bisschen experimentieren kann man schon mal machen, wenn man gerade einen Checkpoint hat. Ich habe halt noch eine Idee, wo ich hin muss, aber. Aber ich glaube, da komme ich nicht mal hoch da oben hin, ne? Ich kann nicht da oben drauf wieder. Da kann er eh nicht drauf, okay. Ja, gut. Aber von hier kann ich das auch nicht machen, oder? Das steckt es mir gar nicht vor. Was bringt mir das denn, da oben drauf zu sein? Das bringt mir nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Ich verstehe nicht, ob das hier eine Finte sein soll. So, man kann hier dran, okay. Ah. Okay. Oh, hier wollte ich hin, genau. Wisst ihr, was ich glaube? Dass da links vielleicht noch geheime Versteck ist von irgendwelchen Sachen. Aber da kommen wir ja nicht so einfach hin, oder? Weil wieso, wie sollte man da jemals, warum, wieso und weshalb? Das muss irgendwas sein, wo ich theoretisch... Ich traue mich das nicht, das zu machen, das ist das Problem. Jetzt nach links abspringen oder nach rechts halten.
Ich traue mich nicht, das zu machen. Aber er macht's auch nicht, also von daher. Krass gedrückt, aber er hat's nicht getan. Also nehme ich an, dass es nicht geht. Weil ich mir echt unsicher bin. Ich glaube, da oben sind bestimmt irgendwelche Kisten. Weil wie soll man da sonst nochmal hinkommen? Es gibt keinen Weg nochmal dahin. Das können wir jetzt eigentlich ausprobieren, ne? Oh, warte mal. Stimmt. Das müssen wir. Nee, wir kommen da nicht mehr hoch, ne? Shit. Na gut, dann können wir es auch nicht mal ausprobieren. Wir müssen dann die andere Abkürzung nehmen und dann bis dahin latschen. Was jetzt nicht so schlimm wäre, aber gar keine Lust. Puh. Vor allem für eine kleine Kiste, die nicht zu 100% zählt, soweit ich weiß. Von daher relativ irrelevant. Öffnen. Perfekt. Es war bestimmt ein geheimer Bereich, weil wir sind da nicht mehr hingekommen. Und keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Also ich könnte es nochmal versuchen, aber ich glaube, die Leute... Ich glaube, euch interessiert das nicht so sehr. Ich schätze das jetzt einfach mal so ein. Dass ihr jetzt nicht unbedingt Lust habt, dass ich nochmal zurückgehe und nochmal alles durchsuche, oder? Für Geld, von dem wir eh schon zu viel haben. So. Dann. So leid es mir tut, Auftragsattentate. Ich dachte, davon gibt es hier nicht so viele. Weil, das ist ein sehr adequate Guess, weil ich habe mir schon mal in die DNA geguckt gehabt. Wenn man sich das anguckt. Wir haben schon sehr viele der Attentate. Also fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5. Aber das ist auch schon freigeschaltet. 6 fehlen. 7, 8, ne? Wie es aussieht. Also maximal können es 8 Stück sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon alle die letzten 8 Stück sind, sondern ich glaube, das ist weniger als 8. Das heißt auf jeden Fall, ich nehme an, so. Es werden die 6 sein oder so, die da fehlen. Nehme ich mal an. Vielleicht sind es auch nur 4 oder so. Warum nicht?
So. Nein, aber morgen vielleicht. Ups. So. Lorenzo. Wen soll ich töten? Dicker als Wasser. Ich sende einen meiner Männer, um euch bei der Eliminierung eines Verschwörers zu helfen, der mit Erzbischof Salviati im Bunde ist. Er steuert eine Gondel, die euer Ziel abholen wird. Folgt ihm in einiger Entfernung. Vermeidet einen Kampf, bis ihr bereit seid zuzuschlagen. Aha! Nichts. Sieht man doch. Zumindest nichts, was Sinn macht. Müssen ihm jetzt folgen. Ich dachte schon, hey, warum soll ich ihn töten? Aber das ist nur mein Ziel, weil ich dahin muss. Ich bin mittlerweile verwirrt, weil das eine Mal war das Ziel, die Person, die ich töten musste. Und obwohl mir gesagt wurde, ich sollte jemanden beschützen, den man nicht töten, war das Ziel dann doch die Person, die ich töten musste. Wurde nicht entdeckt. Der ist tot. Der ist tot. Wie soll er mich entdeckt haben? Also kurz vor seinem Tod hat er mich entdeckt, ja. Oh, man muss von hier komplett neu machen. Okay, das ist echt übel. Man hätte mich ja wenigstens einen Checkpoint geben können hier. Also wirklich mal. Ein Checkpoint wäre doch nicht zu viel verlangt gewesen, oder? Dann schwimmen wir da halt hin. Also ich finde, ein Checkpoint wäre echt nicht zu viel verlangt gewesen. Quanto tempo!
werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. So, jetzt haben wir den richtigen Weg, glaube ich, wo wir lange sollten, um zu verfolgen. Kurzes Wasser. So. Ich dachte, der müsste auf der Gondel sein, der Typ. Okay, das war ein bisschen komisch, die Quest. Das muss man mir auch mal einfach zugute halten. Die war ein bisschen komisch. Okay. Ganz schön weit gelatscht sind wir dafür. Gucken, wie viel Geld hier in diesen Booten drin ist. Hm, 100. So, mach noch eine. Noch einen Auftragsattentat machen wir. Eins machen wir noch. Okay. Plagt euch etwas, Freund? Jetzt haben wir den richtigen Weg. Kommt, Freunde. Diese Woche verschenke ich meine Arbeit quasi. Quasi. Okay. Dann verschenkt deine Arbeit quasi. Das ist okay für mich. Was zum Teufel macht ihr? Na, Jude, ich sehe ihn nicht mehr.
Da! Verliert ihn nicht schon wieder! What? Wie ist das denn gerade passiert? Ich hab doch gerade mit meiner Klinge den töten wollen. Boah, nur ein kurzer Schmerz und es ist vorbei. Die sagen schon echt ganz schön brutale Sachen, ne? Wenn es darum geht, mich umzubringen. Null Toleranz. Eine Freundin unserer Familien wird ständig von einem Händler aus der Soderini-Familie belästigt. Er muss eliminiert werden, ohne dass die Frau es weiß. Ich will sie nicht verängstigen. Lorenzo. Soll die nicht wissen, dass er tot ist, oder? Was meint ihr die gerade? Also, oder dass sie es weiß? Also, dass er getötet wurde von mir. Also, unentdeckt. Oder ohne, dass sie weiß, dass er tot ist. Also, ich glaube, das wird die schon merken, dass der tot ist. Oder, ach so, nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht denkt die dann, der kommt einfach nicht mehr, aber der wird, ja, ne? Dann hat sie ja belästigt und so. Das ist ja nicht irgendwie... Ja, vielleicht denkt die einfach, der hat nachgelassen. Dabei ist er tot. Nein. Da ist das Ziel. Warum läuft das weg? Weil er sie belästigte, deswegen. Das Schweinchen. Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Hey, meine kostbaren Granaten. So mag ich meine Auftragsattentate. Oh, das waren alle. Das heißt, im nächsten Part geht's dann weiter mit Story. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Ezio Auditore Deferenze und euer Potato Bett verabschieden sich. Bis dann. Tschüss.